Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge On the Road. Lang ist es her, ich weiß. Und am Montag ist ja ein Patch rausgekommen und der soll halt ein paar Dinge beheben und dies und das und jenes und eigentlich auch dieser Überlade-Bug. Der ist hier an der Station halt noch da. Ich habe es gerade eben ausprobiert und ja. Mal schauen, ob man gänzlich weg ist. Aber ja, Hauptsache er ist halt ob nicht. Hoffentlich bald raus. Also, das nervt schon, dass man nur mit einem halben LKW hier durch die Gegend fährt. Und, okay, könnte mir jetzt bald, naja, einen Hänger leisten. Aber, was soll's. Was jetzt alles genau, weiß ich jetzt nicht, aber wir fahren jetzt einfach mal. Es soll ja eigentlich auch, so wie ich gehört habe, wenn man auf Bremse geht, also wenn man steht, zumindest, und dann auf die Bremse, hat er ja nicht direkt angefahren. Also da muss, hat man ja, wenn man jetzt auf die Bremse drückt, die ganze Zeit hält, weil man halt auf dem Hügel rauf fährt, sage ich jetzt mal, dann hat er nicht dann hat er nicht direkt Gas gegeben, sagen wir jetzt mal so. Müssen wir hin. Aber sonst ist es eigentlich ein ganz schönes Spiel. Auch, das können wir jetzt erstmal probieren, was der Auswahl macht. So. Jetzt tue ich die ganze Bremse. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt funktioniert oder ob es jetzt funktioniert und sonst müssen wir mal auf dem Hügel irgendwie mal gucken, dass wir da bremsen und dann nochmal. Ich habe die ganze Zeit jetzt die Bremse, ihr seht's. Da, bremst du nicht. Da. So. Das wollte ich jetzt nicht hier bremsen. Ja, ich will denen jetzt auch keinen Vorwurf machen. Die arbeiten ja ziemlich hart dran und also jetzt hat's gut geklappt. Wir müssen mal wirklich auf den Hügel warten. Naja, aber jetzt geht's erstmal Richtung Nürnberg. Ob wir das jetzt schaffen, ist fraglich. Aber ich gebe mein Bestes. Können wir jetzt schon wieder rot. Zu viel gebremst. Ja, und ach, schaffen wir das überhaupt noch? Ja. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Ne, ich glaube, in einer Stunde schaffen wir das jetzt nicht. Bis zum Rastplatz da. Was machen wir jetzt? Also weit. Dann machen wir jetzt hier erstmal ne? So, zack. Einfach mal mitten
Okay, dann haben wir auch noch. Haben wir ein bisschen mehr Licht und ab geht's in Luzi. Also letztes Mal haben wir auch hier den LKW ein bisschen verschönert, wie man sieht. Steht da nicht mehr weiter Logistik drauf, oder Logistik weiter, oder was auch immer da drauf stand. Jetzt steht da mein Name drauf, also Chris Truckers. Ich habe unser Wort lange nicht mehr gespielt. Man muss sich erstmal wieder reinfinden, weil ich habe auch die ganze Zeit Fernbus-Simulator gespielt, das ist ja ein bisschen anders, also von der Steuerung her, also da muss man ja ein paar mehr Tasten drücken, sage ich jetzt mal, und ja, das ist auch ein richtig gutes Spiel, ein richtig gutes. Ich feiere das. Ist nicht böse gemeint, aber ich finde Fernbus Simulator, glaube ich, im Moment besser als unser Road. Ich habe das Gefühl, die Karte unten ist auch anders. Habe ich das Gefühl. Ich möchte mal von außen zeigen, ich habe den Leitner gefasst. Kommt irgendwo eine Gerade? Ich glaube, das ist eine Gerade, ne? Ja, wunderbar. So. Achso, und so sieht er halt. Sieht ein bisschen aus. Digga, kannst du nicht warten, bis ich weg bin? Okay, man muss bedenken, man muss auch wie heißt das? Auch vorsichtig sein, nicht nur die KI, sondern wir auch. Ne? Wenn sie rüberfahren, die blinken ja schon seit
mehreren Patches. Vorher sind sie einfach rübergefahren und dann kriegst du auch Verluste. Aber das Spiel entwickelt sich, das finde ich gut. Und es gefällt mir auch immer besser. Sonst würde ich es ja nicht bringen, kein Content bringen, sage ich jetzt mal so, aber das ist so ein Spiel, da kann man reden und reden und reden und man fährt schön. Ja. Schön hier die Straßen entlang. Schön ist auch im Dunkeln. Da stehen sie mal wieder. Ich weiß nicht, was die da haben. Warum die da mitten auf der Strecke bremsen. Manchmal denke ich, da ist einfach nur so eine Wand, die dann sagt, ja, kommt jetzt bremsen einfach. So eine schöne Landschaft. Nein. Ja. Sonst ist das ja auch. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Kann man mal das Dingen wieder an. Das ist ein Navi. Und Screen Navi on off. Sehen, wann unsere Mitarbeiter fertig sind mit dem Wagen, die sie abgeben und wieder aufladen. Darum kümmere ich mich dann aber, wenn jetzt hier mehr während des Videos hier irgendwie einer dann fertig ist, dann kümmere ich mich offscreen darauf. Aber ich sag offline, also das kann ich dann nicht in einem Video oder so. Der kann sich irgendwie nicht entscheiden, wo er fahren soll. Das ist auch nicht schlecht. Fährt er mal hier, fährt er mal da. Ist ja eine schöne Sache, ne? Bald kommt mehr Content, hat er gesagt. Freue mich auch schon drauf, wenn ich dann einen Lastzug habe. Weil den werde ich hier bald abgeben. Sag ich jetzt mal, wenn wir einen neuen LKW kaufen können und einen neuen her, so viel Geld haben wir. Und ja. Aber dafür müssen wir erstmal ein Level erreichen.
ist erstmal das Wichtigste. Oder ich hätte halt am Anfang direkt den Schweinetransporter nehmen sollen. Dann wäre das hier auch relativ einfach. Voilà. Da wollte ich jetzt gerade hier, weil ich ja so viel Fembus in Unachtung gespielt habe. Steuerung davon nehmen, anstatt auf L3 zu drücken für den Tempomat. So, was ist der nächste Rastplatz? Und wie weit haben wir es noch? Eigentlich nicht mehr so weit. Nee, doch komm, das schaffen wir. Ja, locker. 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 Wie kann auch ein Rastplatz da? Ich wollte gerade sagen. Keiner da. Normalerweise müssten wir auch spät nachts 1 Uhr 10. Da werde ich schon müde. Wenn ich das sehe. Lust zu bremsen. Jo. Oder schreibt mal in die Kommentare, ob ich den Fernbus-Simulator auch auch Content also Videos machen soll. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust. Wenn derjenige bis hierhin geguckt hat, einen Kommentar zu lassen, ob ich es machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Vielleicht, ja. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen auch nicht und dann sagt er, nee, lass mal, du bist kacke, hör mal lieber auf damit. Könnt ihr gerne alles schreiben. Oder was ich verbessern soll. Wie auch immer. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Fahren hier. Guckt bis zum Schluss und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild draus machen. Da wäre ich froh drüber. Und dann nicht vergessen, Abo und Like da zu lassen und Kommentar darunter zu schreiben. Würde mich sehr, sehr freuen. Der LKW-Fahrer hinter uns, der weiß nicht, was er tut. Er ist schon ein paar Mal rübergezogen, wollte überholen, hat es nicht geschafft, ist wieder rübergeschert. Seht das da im Spiegel. Ach, der Rote ist ja nicht weit gekommen. Da ist schon wieder rübergezogen. Ich
weiß nicht, was sein Auftrag ist, aber ja, jetzt könnte sein, dass er uns überholt. Ja, da kommt er. Zack, ist er vorbei. Jo. Sei doch nicht so hastig. Der Bus kommt halt mit. Oder auch nicht. Hat Angst, wie die Kurven fahre. So 85 Kilometer noch, dann sind wir eigentlich am Ziel. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel mit Lenkrad sich anfühlt. Ich habe keins mehr. Ich habe das, hab ja früher von 1 gezockt und dann habe ich mir ein Lenkrad geholt, aber ja, das habe ich jetzt wieder verkauft, weil ich kein von 1 mehr gespielt habe. Habe das bei Landwirtssimulator ausprobiert, ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Und hier habe ich es nie ausprobiert. Ich habe das Spiel von Anfang an mit Controller gespielt. Deswegen sieht das auch hier mal mit dem Lenker so lustig aus. Ich glaube, die KI ist trotzdem schon vorsichtiger geworden. Ich weiß jetzt nicht, was immer das rüberziehen und wieder hin und her und was weiß ich was. Vielleicht haben sie Angst vor mir, weil ich ja hier wie so ein, manchmal wie so ein Rambo hier fahre. Aber wenn die Kurven dann so steil kommen, muss entweder vom Gas gehen, also bremsen. Ich habe ja den Tempomat drin. Oder komplett einschlagen und dann wird das ja sowieso Entschuldigung, für den Gamer. Sowieso dann ein bisschen struggling. Oh, hier müssen wir schon runter. Das ist ein anderer Auto. Oh, okay. Ach, das schickt uns so. Ach ja, stimmt, wir müssen ja zum Boot wandern. Wird er uns holen. Aha. Na, können wir? Ja. Können wir um Gas bringen. Guck das mal nicht, der fährt auf einmal hier in die Endzone rein und dann wieder raus. Was der Sinn ist, keine Ahnung. Die Map unten kennt die Strecke nicht. Also hier, wo ich gerade fahre. Schon mit abgeschlossen. So.
vorbei. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Kilometer haben wir unser Ziel erreicht. Wie ihr jetzt gesehen habt, ich habe zwei Ladungen zu nehmen gehabt. Habe mir noch eine Ladung geschnappt. Haben wir auch noch ein bisschen Zeit, um da was zu reißen. Aber was noch? Ja, guck hier, der ist ja fast da. Wo ist denn der? Ach hier, der müsste eigentlich an uns vorbeigefahren sein. Das ist schade, dass man die nicht sieht. Das ist richtig schade. So wie jetzt beim Fernbus-Simulator oder bei den anderen Bus-Simulatoren, die es gibt. Das finde ich schade. Wir müssen noch ein bisschen bremsen und es hat auch gut geklappt. Oh, nein, wir wollten jetzt nicht die Bremse drücken. Also noch rückwärts fahren, wir wollten die Bremse drücken. Wir kommen bestimmt nochmal einen Abhang, wo wir das dann ausprobieren. Aber ich probiere das jetzt hier nochmal aus. Die haben ja gesagt, das ist gefixt. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen. Nee, ist nicht gefixt. Also ich habe so verstanden. Jetzt nicht in dem letzten Video, sondern davor dem Video, wo die das angekündigt haben, dass sie das hier fixen wollen. Und dass wenn man eure Bremsen drückt, dass er direkt losfährt. Ich sehe davon nichts. Aber dann ist es so. Achso, jetzt habe ich nicht auf die Bremse gedrückt, ne? So, nur mal so zur Info. Der LKW sitzt uns im Nacken. Jetzt nicht mehr. So, die erste Station in Nürnberg haben wir erreicht. Oh, da war wohl der Bürgersteig. So. Guck
rückwärts ran. Warum geht der nicht zurück? Jetzt dann doch nicht doch haben. So. Das ist A und O rückwärts fahren. So. Das ist jetzt schon angekommen. Dann guck halb leer. Oh, Beginner, eine Trophäe erhalten. Wir sind Level 1. Hä? Ich hatte doch lange doch bei einem Brutto. Oh, guck mal, guck dir das mal an. Hä? Wo ist die Ware? Was soll das denn? Hier müsste noch mehr drin sein. Da, ich hab noch. Zwei in München, einen in Stuttgart und einen in Duisburg. Das habe ich jetzt nicht. Doch, man alle beide für Brutto. Was können wir denn hier? Wir können einen zweiten Anhänger holen. Deichselkoffer. Tandemkoffer. Den holen wir uns. Mit Deichsel kann ich nicht fahren. Deichselcontainer, Containersattel. So, das ist der große und das ist der kleine, ja. Das ist der für den Kofferaufbau. Den holen wir uns, in Nürnberg, ne? Nürnberg. Nürnberg. Oh. Noch eine Trophäe. Und noch eine Trophäe. Ja, dann holen wir uns noch den Anhänger und dann ist für heute Schluss. Aber zuerst muss man ja. Der liegt nur am Weg zur. Zur Autobahn. Das finde ich gut. Dann mal los. Mein Gott, fährt der schnell. Jetzt wäre da nichts drin. Jetzt habe ich denn die Vorfahrt genommen.
schneller. Oh, Geld. Geld geht auch noch. Schon wieder falsche Taste gedrückt. Was hast du denn schon? Ja, ein bisschen. Der kommt auch manchmal drauf an, manchmal ist es synchron, manchmal nicht. Also der Blinker. Aber das einzige Gute ist, wir können gleich mehr laden. Nur so ein bisschen. So, grün. Los, los. Wir haben keine Zeit. Ach, schon wieder falsche Taste. Hier ist es ja schon. Da steht er. Unser neuer Hänger. Kommen wir wenigstens vielleicht ein bisschen voran. Na, wo ist er? Oha, oha, oha. Falsch, 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 falsch. Ich wollte nicht daneben. So. Na komm, fahr rückwärts. Theoretisch müssen wir, ja. Was mit dem Ding?
Und da ist er. Unser neuer Opa. Neuer Anhänger. Und damit. Warte. Damit war es heute. Das ist heute. Wir sind in Nürnberg angekommen, haben einen wunderschönen Hänger, einen Tandem. Kein Deichsel-Anhänger, sondern so ein ergattert, weil wir eine Stufe hoch gekommen sind. Und ich freue mich, wenn wir einen Lastzug haben und wirklich jeden Anhänger, x-beliebigen Anhänger machen können, ranmachen können, reinfahren können. Bei dem sind das ja nur bestimmte. Bei der Zugmaschine ist das eine Menge mehr. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da unten, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao, euer Chris. Bis. Opa, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann guck halb leer. Oh, Beginner. Eine Trophäe erhalten. Sind der Nürnberg. Nürnberg. Oh. Nano-Trophäe. Nürnberg. Nürnberg. Oh. Nano-Trophäe.